So sieht Plan 2 aus, also Woche 2. Am ersten Tag wird nochmal das erste Workout-Programm durchgezogen, am zweiten und vierten Workout 2, am dritten und fünften kommt dann Workout 3. Plank und Squat bleibt bei jedem Tag gleich, wie letzte Woche auch. 3 Tage in der Woche soll man 3 Kilometer laufen, inklusive 1 Minute joggen und das 4-mal. Und an 2 Tagen 5 Kilometer schneller Lauf. Also beim Laufen muss ich dann darauf achten, dass ich 4-mal 1 Minute jogge. Ansonsten das Laufen bleibt bei mir eigentlich. Habe ich schon die letzte Woche mehr gemacht als 5 Kilometer. Genau. Und dann schauen wir mal, wie diese Woche wird. Hallo Leute. Heute ist Tag 1 von Woche 2. Da steht Workout 1 aus Woche 1 an, welche ich euch ja schon vorgemacht habe. Weswegen ich einfach wieder nur ein paar Ausschnitte zeigen, mal gucken, ob ich mich verbessert habe oder nicht. Und genau, gar nicht viel dazu erkläre und gleich loslege. Viel Spaß! Heute ist Tag 2 von Woche 2. Hier steht Workout 2 aus Woche 1 an, was ich ja in meinem ersten Video schon vorgemacht habe. Deswegen ich jetzt einfach gleich loslege und euch einfach nur ein paar Ausschnitte davon zeige. Viel Spaß!
gerade noch einen Tipp anhängen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, finde ich den Rotationsplank total furchtbar. In den ersten paar Tagen, wo ich den machen musste, habe ich ihn wirklich durchgezogen. Also 12-mal Rotationsplank und diesen dann noch 2-mal wiederholt, so wie es gemacht werden soll an einem Tag. Jetzt habe ich aber für mich herausgefunden, dass es besser ist, wenn man die ganzen Übungen in einer Reihe durchmacht, also jede Übung 12-mal und diese Reihenfolge dann einfach 2-mal wiederholen, sodass man nicht 36-mal hintereinander Rotationsplank macht, sondern jede Übung 12-mal. Da wird dann immer ein anderer Muskelstrang trainiert und so kommt es nicht so schnell zur Überlastung. Ich bin dann motivierter, anstatt wenn man das einfach von vorne bis hinten durchzieht. Hallo Leute, heute am Tag 3 von Woche 2 kommt das erste Mal Workout 3 dran. Deswegen mache ich wieder alle vor und versuche es ein bisschen zu erklären, wie ich das halt so kann. Also wie gesagt, es ist besser, wenn ihr euch die Sachen selber anschaut. Ich schreibe auch die Namen immer dazu. Man findet in YouTube auch gute Erklärvideos von richtigen Sportlern, die das können. Aber ich versuche einfach, euch so das Prinzip zu erklären. Die letzte Übung wird schwierig. Da habe ich keinen Ersatz gefunden für, also man macht es eigentlich mit Ball. Ich versuche es einfach mit einem Stuhl oder so und ja, mal gucken, ob es was bringt. Aber jetzt fange ich erst mit Plank und Squat an. Die erste Übung wäre eigentlich mit Ball und ist eher so seitlich. Ich habe im Internet eine andere Übung, die genauso heißt, gefunden, die aber auf dem Rücken liegend ist. Und ich zeige euch einfach, wie die geht. Also man liegt so auf dem Boden und stellt die Fersen auf und dann hebt man die Hüfte. Die nächste Übung heißt Twist Up and Over, wäre eigentlich auch mit einem Ball. Ich probiere es jetzt einfach ohne Ball. Der Ball wäre zwischen den Beinen und geht aus dieser Position einmal rüber, einmal nach hinten, dann hier rüber und nach hinten. Ich glaube, wenn man es ohne Ball macht, ist es effektiver, wenn man die Füße zusammenlässt. Die nächste Übung heißt Wide Squat. Sie ist wie der normale Squat, nur dass man die Beine weiter auseinander hat. Crunch und sieht auch dort ein bisschen anders aus, weil es mit einem Ball wäre. Aber ich habe eine Ersatzübung dafür gefunden. Es startet am Boden und dann wird immer ein Bein hoch. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Übung, bei der ich mir überhaupt nicht sicher bin, wie ich das ohne Ball mache, weil das Bild irgendwie auch nicht so viel zeigt. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn ich das richtig sehe, dann wippt man so hin und her.
laufe ich alle Übungen einmal durch. Und jetzt wird jede Übung wieder zweimal wiederholt. Hallo Leute, heute ist schon Tag 4 von Woche 2. Ich habe das Gefühl, die Woche geht viel schneller rum als die letzte. Aber vielleicht werde ich ja auch fitter. Heute ist auf jeden Fall wieder Workout 2 an der Reihe, was ihr ja schon im ersten Video gesehen habt, weswegen ich euch einfach nur Ausschnitte zeige und nichts davon erkläre. Außer, wenn ich vielleicht noch ein paar Verbesserungsvorschläge habe. Aber jetzt fange ich einfach mal an mit Plank und Squat. Hallo Leute, von Woche 2 kommt jetzt nur noch Tag 6 und 7, also 2x20 Squats und 2x25 Sekunden Plank pro Tag. Ich weiß, ich habe beim Plank immer noch eine komische Haltung, ich weiß nicht, ob das einfach an meinem Rücken liegt. Ich versuche es jedes Mal irgendwie besser zu machen, aber keine Ahnung. Ja, vielleicht bräuchte ich da einfach nochmal jemand, der mir das vor Ort zeigt, aber ja. Ich mach's einfach so, wie ich's kann. Genau. Heute ist der 7. Tag der 2. Woche, das heißt Halbzeit. Genau, nochmal Plank und Squat und morgen geht's dann mit der 3. Woche weiter. Viel Spaß! Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen und ihr bleibt dabei und guckt zu, wie es so weiterläuft. Vielleicht haben ein paar von euch schon angefangen, da würde mich interessieren,
wie eure Erfahrungen so sind. Also schreibt es doch einfach in die Kommentare und erzählt mir, wie ihr so vorankommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.